Hallo, meine lieben Freunde von Weltraumsimulationen und zum Beispiel Universal Box 2, aber es gibt ja auch noch ein anderes interessantes Spiel oder eine andere interessante Simulation, die momentan am Markt verfügbar ist und die heißt Space Engine. Jemand hat es mir schon in die Kommentare reingeschrieben, mach doch mal Space Engine. Ja, und warum ist Space Engine bis jetzt noch nicht in den Let's Plays vorgekommen? Tja, es wurde angekündigt auf Steam. Aber da hat es dann einige Probleme gegeben, nicht wegen dem Spiel, das sich immer noch in der Entwicklung befindet, sondern, naja, die Hintergründe, die muss man hier nicht genau erklären, es hat mit Politik zu tun, ja, soviel zum Thema. Und was ist Space Engine? Space Engine ist ein prozeduraler Simulator, der zufallsgeneriert Planetensysteme generiert, ja. Wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Der Editor ist jetzt in der Version, die ich habe, noch nicht freigeschalten, aber das Planetarium ist freigeschalten. Und was ist das Planetarium? Das Planetarium ist also eine unglaublich große Sandbox, in der man alles Mögliche angucken kann. Und man will es nicht glauben, aber es ist wirklich so, jeder einzelne Stern, den ich jetzt hier sehe, kann angeklickt werden. Oder zum Beispiel diese Wolke hier, ja? Carina-Nebel. Hier haben wir unten, wenn ich es anklicken kann, die Magellanische Wolke. Ich befinde mich derzeit in unserem eigenen Sonnensystem. Ich habe hier den Jupiter, soviel ich weiß, gestern als letztes angeklickt. Ich kann mir hier angucken, zum Beispiel, in welchem Planetensystem ich mich befinde. Ja? Ich kann mir hier angucken, wie die Planetenabfolge ist, etc. Also diese Möglichkeiten habe ich hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Objekt ausgewählt habe, dann kann ich instant dahin fliegen. Ja? Ich brauche nur unten draufklicken und schon bin ich bei der Magellanischen Wolke. Und was interessant ist, diese Wolken werden ebenso simuliert wie zum Beispiel jeder Stern, den ich hier sehe. Hier habe ich zum Beispiel eine Carina, eine Zwerggalaxie. Auch da kann ich instant hinfliegen. Ja? Ich kann mich hier durch das gesamte System bewegen. Durch das gesamte Universum. Ich kann alles, was ich hier sehe, anklicken, hinfliegen. So, jetzt wird sich natürlich der geneigte User fragen, naja, wie genau oder wie akkurat ist denn das Ganze jetzt? Ja, also was wird denn da eigentlich simuliert? Aber natürlich ist es zufallsgeneriert, ja. Aber am Ende des Tages ist die Simulation bei Space Engine nichts anderes als unser eigenes Universum, ja. Weil hier ist ja auch alles zufallsgeneriert. Und wenn ich jetzt irgendwas nochmal zufallsgeneriere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dem entspricht, was es eigentlich ist, eigentlich ziemlich hoch, ja. Darf man nicht vergessen. Ich kann hier zum Beispiel bestimmte Sachen suchen. Ich kann zum Beispiel unseren Jupiter zum Beispiel eingeben und dann auf OK gehen. Oder ich kann den auch direkt suchen oder gehe zu. Dann wird mich Space Engine automatisch wieder zu Jupiter bringen, zu unserem Sonnensystem. Ja, also hochinteressante Geschichte. Hier kann ich dann die Sonnensysteme angucken, also zum Beispiel die Erde. Was ist jetzt in diesem Sonnensystem? Ich kann die Erde anklicken, kann direkt zur Erde fliegen. So, das sind dann also die Grundbausteine dessen, was Space Engine kann. Interessanterweise unterstützt Space Engine auch den Controller. Und was auch interessant ist, Space Engine unterstützt Oculus Rift. Ja, das ist also eines der wesentlichen oder interessantesten Dinge, die Space Engine beherrscht. Das heißt, ich kann mir das alles mit Oculus Rift ganz genau angucken. Die Steuerung ist auch schon ziemlich ausgereift. Also mir gefällt es eigentlich relativ gut, wie das gemacht wurde. Es gibt allerdings noch keine dynamischen Atmosphären. Also das ist jetzt eine Textur, ja. Wenn man mal die Zeit beschleunigt unten, dann kann man mal gucken, ob sich zumindest die Wolken irgendwie animieren. Nein, also das bleibt eine Textur, der Planet an sich dreht sich, aber die Wolken selbst sind nur eine darüber gelegte Textur. Aber es ist trotzdem interessant anzugucken, weil ich hier sogar im rechten Bereich die Polarlichter habe. Ja. So, das ist jetzt einmal Space Engine. Was kann man jetzt mit Space Engine alles Lustiges tun? Wenn ich zum Beispiel hier einen Stern nehme, zum Beispiel den da, den ich jetzt hier sehe, dann sehe ich also, aha, ein oranger Riese, ja, und fliegt zu dem hin. Dann wird automatisch für dieses Sternensystem ein Planetensystem generiert. Ja, das kann ich mir hier dann angucken, wenn ich das angucke. Dann habe ich also hier die Sonne, also diese Sonne in diesem System, und dann habe ich hier Planeten verteilt, die mir auch noch anzeigen, wie warm ist es da. Ja, also zum Beispiel die Temperatur, der Diameter und den Abstand zur jeweiligen Sonne. Eben gestaffelt in diesen
also in dieser Planetenabfolge. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Planeten anklicke, weil ich sage, oh, 159 Grad, das ist ja richtig kuschelig warm, dann kann ich also auch zu dem fliegen. Ja? Fliege also dann zu diesem Planeten und kann mir den angucken. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu einem der interessantesten Dinge, die Space Engine eigentlich macht. Jetzt passt mal auf, wenn ich zu diesem Planeten fliege und zum Beispiel in die Atmosphäre eintrete und dann auch noch weiter nach unten, ja? Dann passiert nämlich Folgendes. Der Planet wird zufallsgeneriert in eine Oberfläche umgewandelt. Das heißt, ich kann vom Orbit aus in die Atmosphäre des Planeten eintauchen und kann dann auf diesem Planeten rumfliegen. Je nachdem, welche Umgebungsparameter das Spiel für diesen Planeten eben vorsieht. Ich meine 159 Grad Celsius, man sieht das hier. Also auf der linken Seite habe ich also die ganzen Anzeigen. Treibhauseffekt, also das ist eher sowas wie eine Venus. Ja? Zwar nicht ganz so schlimm wie die Venus, aber die Temperatur lässt natürlich jetzt kein flüssiges Wasser zu. Es schaut eigentlich eher ein bisschen, naja, ziemlich zerklüftet aus. Und ja, das ist genau das, was da draußen auch in dieser Art und Weise existiert. Genau solche Planetensysteme, die jetzt hier auch simuliert werden, die gibt es tatsächlich. Und wenn ich jetzt mal hier die, also wieder beschleunige, also dass ich quasi in einer höheren Geschwindigkeit aus dem Ding rausfliege oder die Zeitbeschleunigung, dann kann ich also mal ganz kurz einmal hier aus der Atmosphäre raus, so, und mich dann wieder umdrehe. Das geht noch ein bisschen langsam, das ist halt jetzt einfach so, wie es ist, ja. Und wenn ich mal den Planeten wieder verlasse und einfach diese Zeitbeschleunigung, die ich jetzt hier habe, dann einfach mal laufen lasse, dann sieht man also, wie sich alles, was hier also durch die Gegend eiert, also das Ding zum Beispiel, das kann ich jetzt mal anklicken. Ups, machen wir Pause. Mal gucken, was ist denn das jetzt hier eigentlich? Was fliegt denn hier eigentlich rum? Ein Asteroid. Okay, den will ich mir angucken. Wir wissen, was genau macht dieser Asteroid. Ich kann mich dann wieder auf die Oberfläche begeben. Ja. Und mir das ein bisschen näher angucken, was denn da so alles ist, ja. Also hier haben wir sogar, also das ist ja eigentlich sowieso endgeil. Also ohne Scheiß, das ist halt einfach unfassbar. Ich habe hier an der Schattenseite der Krater, habe ich Eis. Ja. Hochinteressant, was habe ich hier eigentlich für eine Temperatur? 96,1 Grad, ja, aber diese Erscheinungen hier, also das Abgewandte oder hier, ist quasi sowas wie Permafrost, ja, der eben dadurch entsteht, dass der Asteroid zum Beispiel zur Sonne immer abgeneigt ist in diesen Bereichen und dann ist auch die Oberflächentemperatur uninteressant. Ich habe ja keine Luft auf diesem Teil, das heißt also, hier wird keine Wärme transportiert, hier existiert nur Wärmestrahlung. Und wenn also die Umgebung, also das Universum, sehr, also hat ja eigentlich keine Temperatur, aber wenn hier, also diese Schattenbereiche sind dann also tatsächlich, ja wie soll man sagen, mit Schnee bedeckt, während alles andere hier extrem heiß ist. Und ich kann mir also dann den Planeten wieder angucken und die Ansichten, die ich hier erzeugen kann, also das ist halt einfach unfassbar. Also Space Engine bietet mit Sicherheit das schönste Universum, das man momentan bekommen kann, ja. Weil einfach alles mit dabei ist, was man sich so vorstellen kann. Und was ich auch machen kann und was ganz witzig ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die Zeit beschleunige, ja, und dann picke ich ja jetzt mehr oder weniger auf diesem Asteroiden fest, dann kann ich also diesen Umlauf, den der Asteroid um den Planeten nimmt, der wird ja auch mit simuliert, und dann diese Ansichten, zum Beispiel das mit der Sonne, also ganz ehrlich, das ist das mit Abstand Schönste, was ich jemals in einem Spiel gesehen habe, und auch die Polarlichter hier zum Beispiel. Also es ist unfassbar schön gemacht. Ja. Was kann man mit Space Engine noch alles machen? Das Interessante ist ja, also das Universum an sich, wie es so aufgebaut ist, ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, ein zufallsgeneriertes System. Ja. Das zwar sehr viel Information enthält, aber das ist halt auch irgendwie ziemlich zufällig. Und ich kann mir also sehr viele Planetensysteme einfach angucken, wie zum Beispiel hier ein Ringplanet, auch ganz interessant, ein Gasplanet mit einem Ringsystem. 51.000 Kilometer ist also schon was Größeres, ja. Wenn ich mich jetzt wieder von dem Planeten entferne, muss ich mal hier die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, dann sehe ich also auch die ganzen Monde, die diesen Planeten umkreisen. Zum Beispiel hier Kraterplanet und dann einfach mal hinfliegen und einfach mal schauen, was ist denn das eigentlich für ein Mond, ja. Wow, der schaut natürlich ziemlich witzig aus. Er hat natürlich eine unglaubliche Strahlkraft, weil eben hier wahrscheinlich alles aus Eis besteht. Oder hier haben wir zum Beispiel auch interessant, hier haben wir Krater, Kraterseen mit Lava, ja, auch sehr interessant. Mal gucken, muss ich jetzt durch die ganze Atmosphäre durch. Ja, und wie man sieht, je näher ich hinkomme, desto mehr oder desto interessanter wird es hier mit der grafischen Darstellung, weil es dann einfach mehr in die Tiefe geht. Und auch hier kann ich dann wieder Folgendes machen. Ich kann die Zeit beschleunigen
Und auch hier habe ich wieder wunderschöne Ansichten, zum Beispiel wenn es dunkel wird und mit der Sonne. Also es ist unfassbar schön gemacht. Es ist wirklich schade, dass der Entwickler relativ wenig Unterstützung bekommt für das, was er hier tut, weil die Idee hinter dem Ganzen ist natürlich wesentlich größer, als der Entwickler das jetzt vielleicht vermutet. Denn theoretisch könnte ich ja solche Simulationen mit Echtzeitdaten zum Beispiel durch Sonden füttern, um dann eben zum Beispiel in Echtzeit 3D-Simulationen von Planeten durchzuführen, wo ich gerade meine Sonden hinschicke. Ja? Weil auch wenn Menschen gewisse Dinge nicht überstehen, die Technik würde es überstehen und man könnte das als Fernbetrachtungssystem für bestimmte Systeme betrachten. Ja? Und wenn ich mir das mal so überlege, was hier alles möglich ist, also man könnte hier, man könnte hier stundenlang durch die Gegend fliegen, auch diese Haufenwolke hier zum Beispiel. Man kann nicht aufhören. Ja? Also man ist ständig am Rumklicken und am Gucken. Hier habe ich zum Beispiel auch wieder ein wunderschönes System. Das haben wir hier. Hier haben wir jetzt zum Beispiel mal ein System ohne Planet. Gibt es ja auch. Ja? Das ist also ein heller Superriese, rot, ein Doppelsternsystem. Wo ist denn der andere? Ist der so weit weg, dass man den jetzt hier gar nicht auf dem Teil sieht? Ah doch, er ist quasi, ja, also quasi sehr, sehr in der Nähe, aber hinter dem anderen Stern gewesen. Und auch das wird akkurat simuliert. Kann man sogar also den Masseschwerpunkt suchen als Positionierung, ja, um eben zu gucken, okay, wo ist jetzt da, wie ist jetzt die Umdrehung der einzelnen Sterne. Und wenn ich hier die Zeit mal beschleunige, dann sieht man also, wie sich das Licht ändert. Und das Licht ändert sich jetzt in dem Fall, weil eben der eine Stern um den anderen kreist. Das ist diese Lichtschwankung, also diese Spektralschwankung, kann man eben darauf zurückführen, dass der eine Stern den anderen umkreist, auch wenn ich jetzt das optisch gar nicht wahrnehme, aber mit einem Teleskop kann man das einwandfrei dann feststellen. Aha, da muss noch ein zweiter Stern sein. Ja, ich habe jetzt auch die Beschleunigung ziemlich hoch gemacht, vor lauter Klick-Klick. Ja. Also das ist Space Engine. Wir werden uns jetzt in nächster Zeit einfach verschiedene Planetensysteme angucken. Wir werden uns angucken, inwiefern Leben da möglich ist. Und wir werden uns einfach mal durch die Galaxie, durchs Universum klicken und einfach mal gucken, ob wir irgendwo dann einen zufallsgenerierten Planet Erde finden. Ja, außer unsere Erde natürlich. Das werden wir tun. So, und jetzt danke fürs Zuschauen und freut euch auf interessante Reisen durchs Universum, denn mit diesem Spiel kann man das ohne weiteres machen. Die Entwicklung übrigens von dem Spiel geht weiter. Mal gucken, wie weit das schafft. Ich würde es ihm wirklich gönnen, dass er mehr Geld einsammelt für die Idee, die er dahinter gehabt hat, weil die Idee einfach spitze ist. Ja. Es gibt noch andere Spiele, die ähnlich funktionieren, also die quasi auch sich in der Entwicklung befinden. Die werden wir uns auch angucken, sobald die dann spruchreif sind. Mal schauen, wie das so weitergeht. Danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch alles Gute und ja, abonnieren, liken und kommentieren, vielleicht auch hier schon ein bisschen kommentieren, was könnte man tun. Es ist eine nur exakt darstellende Simulation, selber kann man jetzt leider noch nichts simulieren, man kann noch nichts machen. Es gibt auch nichts, was explodiert, es gibt einfach nur schönes Universum. Ciao, macht's gut.